Ladies and Germany, wir sind in der zweiten Folge Bachelorette heute angekommen. Ich habe jetzt so Raupe. Langsam geht's Richtung Schmetterling. Brutal. War schon romantisch. Und falls du die erste verpasst haben solltest, die verlinke ich dir. Gar kein Problem. Check die gerne noch aus. Geil. Wir schließen nämlich an heute mit Folge 2. Die wird heute mal unter die Lupe genommen, gell? Die ersten Dates folgen, damit Melissa unter den 19 Kandidaten ihren persönlichen Traumprinzen findet. Ich werde diese Woche darauf achten, dass die Männer sehr aufmerksam sind, dass ich ein Vertrauen entwickeln kann und werde natürlich so ein bisschen hinter die Fassade blicken. Das hat Melissa auf jeden Fall geschafft. Es gibt so einige Männer, die in dieser Folge ihr wahres Gesicht zeigen werden. Das zeige ich euch aber später nochmal im Detail, ist klar. Letzte Woche haben wir ja gesehen, ist Melissa in ihre Traumvilla gezogen und jetzt ziehen natürlich auch die Boys in ihre Traumvilla. Hier werden die 19 Singles ihren Alltag verbringen und sehnsüchtig auf ein Date mit der Bachelorette warten. Jeder hatte natürlich von denen auch Vorstellungen und der Idealfall von Moritz zum Beispiel war... Natürlich hat man sich irgendwie gedacht, im Idealfall Pool und Fitnessgeräte draußen. Fitnessgeräte? Dem Moritz gefällt's. Ich hab Klassenfahrt. Die Jungs stoßen dann an auf eine gemeinsame Zeit und Alex, der Arrogante, erhebt seine Stimme und findet einfach genau die richtigen Worte. Eine geile Zeit, geile Villa und ja, Grips auf Kreta. Kreta Grips, geiles Haus. Ich sage auch immer alles doppelt und dreifach. Das prägt sich dann aber auch besser bei den Zuschauern ein. Anders. Emre, die Partybiene, zeigt dann auch erstmal, wie man so richtig mit einem Sekt anstößt und wie man den trinkt. Ciao, Leben, Alter. Gute Reise. Gute Reise sagen wir auch immer in unserem Freundeskreis. Gute Reise oder bis morgen. War schon romantisch. An dem Tag folgt auch noch eine kleine Überraschung. Melissa besucht die Boys in der Villa, um sich einen kleinen Eindruck zu machen und alle nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Natürlich reißen sich die Boys um die Aufmerksamkeit von Melissa. Und Yannis, der alte Grieche, der lässt erstmal sein frisch gekochtes Essen von Melissa probieren. Und hat da auch einen Spruch auf Lager. Flott. Nichts ist zu heiß, es ist. Ist eine scharfe Frau, die kann heiß essen. Also den Zusammenhang und Sinn dieses Spruches, den muss ich mir nochmal erklären. Naja, den Jungs gefällt's. Das war genau mein Ding. Melissa schnappt sich dann nochmal vereinzelt ein paar Boys zum Quatschen. Unter anderem auch Maurice. Du ziehst dich immer so ein bisschen zurück, ne? Ja, ich mag das nicht. Und dann möchte ich mit dir ohne vier Augen reden. Mhm. Und nicht nur noch sechs, oder? Der scheint das Spiel irgendwie noch nicht so ganz verstanden zu haben. Schnapp mich doch mal. Ja, hat doch gestern noch ganz gut geklappt, Gemeinde. Ja, gestern habe auch ich dich angesprochen. Ja, ist doch gut. Ist doch gut, haha. Ist gut? Das war natürlich ein Fehler. Er sagt dann durch die Blume noch etwas, was einem anderen Kandidaten später zum Verhängnis wird. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du mich so umhaust, weil ich hab da echt mit einem anderen Typen gerechnet. Merken wir uns diese Aussage doch erstmal für diesen Moment. Es folgt der nächste Tag und ein nächstes Gruppendate, wo sich die Kandidaten gemeinsam mit Melissa auf eine Art Wanderung, Canyoning heißt es glaube ich, begeben. Dann passiert eine Situation, wo sie sich alle zum ersten Mal abseilen müssen. Und? Lacht ihr schon? Noch nicht? Dann seid ihr nicht so eine Ulknudel wie Melissa. War ich mein erstes Mal abseilen. Das ist doch schön, ja? Oh Mann! Das erste Mal abseilen zusammen. Versteht ihr nicht? Abseilen. Das ist jetzt ein bisschen lame, so abseilen. Mann, ich denke jetzt immer an das Abseilen. Die wird sich da quasi gleich abseilen und immer ans Abseilen denken. Verrückt. Ich kann nicht glauben. Ich liebe ihren Humor. Das war natürlich... Irren Fehler. Ja, bei diesem Survivor-Marsch geraten dann aber alle auf einmal in eine sehr brenzlig aussehende Situation. Dann hat es irgendwie Platsch gemacht. Oh mein Gott. Es geht um Angelo und wir hören uns jetzt erstmal an, wie Angelo diese Situation empfunden hat. Es war so, ich wollte sie nehmen und auf sicheren Boden führen. So, und ich habe den Halt verloren. Und dann sind wir gestürzt. Das ist echt ein Albtraum jeder Frau. Ich glaube, es ist wirklich total egal, wie viel du wiegst. Aber wenn dir sowas passiert, ja, ein Typ will dich hochheben und ihr stürzt gemeinsam, das ist einfach so unangenehm. Man hat halt direkt das Gefühl, dass man schuld daran ist, dass man jetzt
gestürzt, wenn man so ein dicker Klops ist. Brutal. Ich glaube, auch Melissa ist so eine, die sich das in dem Moment denkt. Hält uns das aus? Also mich bis jetzt ja. Ich sag ja, Melissa ist so eine Art Frau. Bei dir bin ich mir manchmal nicht sicher. In mir ist man nie sicher. Okay, das klingt da jetzt schon mal, wie soll ich sagen, beruhigend. Die Frau, die muss mir das Gefühl geben, dass ich mich einlassen kann auf sie. Dass ich meine Gefühle, also dass sie meine Gefühle wert ist. Wie soll ich das erzählen? Alles klar. Das klingt auch nur fair. Melissa gibt 100%, er gibt 0%, dann passt das ja. Das heißt, gib mir das Gefühl, dass ich mich öffnen kann dir. Dass ich meine Seele, meine Gefühle einfach alles... Du kannst dich öffnen. Wenn ich das zu sehr öffne, kriege ich wieder auf die Nase. Klar, Melissa möchte, dass er sich öffnet, sagt aber auch dazu Folgendes, was ich absolut verstehe. Ich möchte ja, dass er sich öffnet, aber ich kann natürlich auch nicht versprechen, dass er es am Ende wird. Was ich halt nicht an Jannis verstehe, wenn du so sehr Angst davor hast, verletzt zu werden, ja? Warum macht man dann bei Bachelorette mit? Ich kann euch eigentlich jetzt schon sagen, der wird nicht bis ins Finale kommen und das ist dann so jemand, der sagt, ich hab's euch doch gesagt, der wird das zu jeder nächsten Frau sagen, die er kennenlernt, der wird weiterhin den Glaubenssatz haben, ich kann keinen Frauen vertrauen, weil die spielen eh alle mit meinen Gefühlen. Aber wisst ihr, worauf ich hinaus will, ist, du steckst ja auch nicht den Finger in einen Haufen Scheiße, um herauszufinden, dass das Scheiße ist. Wer ist? Nee, ich. Zurück in der Villa wollen die Boys natürlich den neuesten Klatsch und Ratsch hören. Die erzählen halt so ein bisschen dies, das, was die gemacht haben. Und Angelo erzählt dann, wie die Situation, also der Sturz von Melissa, aus seiner Sicht war. Da war es so, sie wollte vom Stein runter. Ich wollte sie so packen, bin ausgerutscht und bin einfach in den Steinbach mit ihr reingeflogen auf sie drauf. Alter. Ich habe sie noch so ein bisschen gefangen, die ist so im Gebüsch gelegen. Ich find's einfach so geil. Die Boys, die nicht dabei gewesen sein konnten, die sind natürlich ein bisschen traurig. Bis auf Flo, der findet's eigentlich ganz gut, dass er nicht dabei war. Aus folgendem Grund. Und? Was denkst du? Boah, weiß ich gar nicht, ob ich das so geil gefunden hätte. Weil irgendwann schwitzt du ja auch und sowas und dann stinkst du im schlimmsten Fall. Hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Hä? Nee, vielleicht besser so, dass ich nicht dabei war. Ich weiß nicht, ob er es schon wusste. Es ist eigentlich auch ein relativ gut gehütetes Geheimnis. Aber es gibt da sowas, das nennt sich Deo. Also, das ist jetzt ein bisschen lame, so abseien, aber immerhin. Aber wir sollen jetzt hier sein, oder? Dann folgt das zweite Gruppendate. Melissa kommt vorgefahren im Love Train und wie reagiert man da angemessen? Genau, erstmal klatschen für die Königin. Emre gibt in diesem Love Train halt wirklich komplett Vollgas, ohne Bremse. Darf ich deine Haare kurz schön machen? Die sind schön. Perfekt. Super aus. Ich kann sehr gut massieren. Aber bitte nicht jetzt. Melissa findet das halt nicht so geil. Ich glaube, wenn ich mich bei einem Menschen unwohl fühle, dann kann ich mich gar nicht wirklich auf das Gespräch einlassen. Also es ist natürlich, dass ich den Menschen gegenüber von mir trotzdem mit Respekt behandle. Boah, das ist so typisch Frau, sich so zu verhalten, dass man niemanden hier auf dem Schlips tritt. Vor allen Dingen nicht Emre, der sich ja im schlimmsten Fall unwohl fühlen könnte. Das will man ja nicht. Das ist einfach respektlos, jemanden so nah zu kommen und jemanden, ja, so unwohl fühlen zu lassen. Und der kapiert es aber nicht. Und der Fehler liegt halt ganz klar bei ihm. Ja, Emre kriegt dann auch ein Einzelgespräch und verabschiedet sich folgendermaßen. Jetzt muss ich dich von deinem Gespräch ablösen. Okay. Schon wie jemand darf ich schon mal einmal. Brutal. Maurice hat die Situation auf jeden Fall verstanden. Nicht. Also ich würde das so auf sie zugehen und Berührung wirklich unter vier Augen dann machen, weil einfach auch Respekt den anderen gegenüber. Wie wär's einfach mal mit dem Respekt der Frau gegenüber? Heute nicht, morgen auch nicht. Es ist schön, wenn man da hier küsst. Da kriegt man Gänsehaut. Das gefällt Frauen. Nee, Fräulein, nicht allen. Vor allem nicht Wildfremden. Auf sowas reagiere ich ganz allergisch. Einfach aus dem Grund, weil es einfach nicht der passende Moment war. Das ist nicht mein Ding. Unangenehm. Die tut mir echt leid, dass die in so eine ekelhafte Situation gebracht wird. Naja, fahren wir fort. Es gibt nämlich noch ein gemeinsames Essen. Und auch da fällt Emre auf mit fragwürdigen Statements, die er macht. Ein Date hatte ich noch nie. War jetzt für mich auch neu, dass die mal mit dem quatschen, dass der mit dem quatscht, dass mit dem quatschen. Jetzt bin ich noch entspannt, aber sag ich mal, wäre das für Richtung meine Freundin, dann lasse ich die gar nicht mit der quatschen. Ja, muss ich ihm aber auch einfach recht geben. Also ich finde, generell sollten Frauen Männer nicht ansprechen dürfen, es sei denn, die sind schon verheiratet, obwohl auch da einfach am besten direkt das Maul halten. Das Gruppendate ist dann vorbei, Melissa will sich von allen verabschieden, steht auf und sagt dann noch,
Ich verabschiede mich jetzt von euch, aber heute keine Küsse, ne? Die machen immer links, rechts, sondern eine Umarmung, weil ich Knoblauch gegessen habe. Das akzeptiert auch jeder, fast jeder. Ach ja, und ich würde euch jetzt umarmen, weil ich habe Knoblauch gegessen. Melissa, danke dir, nochmal dazu. Ja. Nicht küssen, nicht küssen. Nicht küssen? Nein. Okay. Boah, sein Blick allein schon, Mama Mia. Was ist da los, Alter? Ja, Melissas Reaktion zu dieser Aktion? Ist nicht der richtige Moment und vor allem nicht. Also ich gebe ihm ja nicht das Gefühl, dass ich das gerade möchte und er versteht wohl meine Anzeichen dann nicht. Was denn für Anzeichen, Melissa? Du hast vorher klar und deutlich gesagt, heute keine Küsse. Clara, kann man das nicht machen. Das liegt nicht an dir, Süße, das liegt ganz klar an Emre. Und jetzt kommt es wirklich noch knallhart, da bin ich vom Glauben abgefallen. Ich bin sauer gerade. Warum? Was für nicht küssen, Mann. Jetzt hat sie vorher gesagt, dass sie nicht gerne möchte. Ist mir egal. Was für egal, Alter. Problem? Noch ein Problem? Geh weiter. Wenn ich was von dir will, dann küsse ich. Ist doch egal. Wenn ich mich verabschieden will, ich Bussi geben. Ob das neu jetzt für dich ist? Nein, ist nicht neu für dich. Und dann sagst du, ich will dich küssen, wegschmeißen? Ja, weiß ich nicht. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Maurice hat auch wieder eine Meinung zu dem Thema und sagt jetzt Folgendes über Emre. Emre ist ein eigener Typ. Und ja, wenn er seinen Typ so präsentieren möchte, dann darf er das gerne tun. Ich persönlich dachte bis zu dem Zeitpunkt noch, Maurice ist korrekt. Jetzt denke ich mir, wisst ihr was, hätte er Melissa da noch an Arsch gegrapscht oder so und ihr hätte das nicht gefallen, du, wenn Emre so ist, dann darf der das, dann ist das völlig okay. Ja, egal. Ist auch egal, muss man nicht drüber reden. Schwamm drüber. Haha, Karma. Nicht. Wir sind zurück in der Villa und erinnern uns daran, dass Melissa in der letzten Folge eine gelbe Rose verteilt hat, die ja dafür stand, dass man ein Einzeldate bekommt. Diese Rose hatte Untertitel Daniel bekommen und jetzt ist es soweit. Die beiden Turteltäubchen gehen auf ihr erstes gemeinsames Einzeldate. Hi. Es gefällt Daniel ziemlich gut. Läuft ins Meer raus, dann steht sie da in dem weißen Kleid, im Tisch im Meer, Abendessen, hinten noch so Sonnenuntergang. Absolut, das ist einfach der Wahnsinn. Ich liebe den Humor von Daniel. Ich habe ja immer gesagt, das ist was mir ganz wichtig ist. Und er bringt mich wirklich, wirklich zum Lachen mit den einfachsten Dingen. Ach, come on, Melissa. Dich zum Lachen zu bringen, ist jetzt aber auch nicht so schwierig. Das musst du schon zugeben. Es war extrem locker, es ist extrem leicht gefallen, das Gespräch. Wir haben extrem viel gelacht und einfach die Verbindung. Zusammengefasst, es war einfach extrem. Ich prognostiziere jetzt schon mal, dass Untertitel Daniel Minimum unter die letzten drei kommt. Es sei denn, der legt noch so ein Verhalten an den Tag wie Emre. Aber weil guckt mal an, wie der sich verabschiedet, wie sanft der Hand anlegt. Guckt selbst. In dem Fall einen schönen Abend, hat mich sehr gefreut. Das machen gut erzogene Jungs. Geil. Daniel geht daraufhin natürlich zurück in die Villa und erzählt wieder seinen Boys, was alles so passiert ist. Und eigentlich habe ich das Gefühl, jeder gönnt, bis auf Jannis. Weil Jannis, der will seine Frau nicht teilen. Ich kenne das halt, wie das ist, eine Frau teilen zu müssen. Und das ist nicht schön. Und wenn dann auch irgendwann Gefühle entstehen, dann ist das gar nicht schön. Jannis, wieso zum Fick machst du bei Bachelorette mit? Entweder du bist wirklich auch nur aus auf den Instagram-Fame oder du hast eine masochistische Ader an dir. Anders kann ich mir das nicht erklären, wenn man so tickt, wie man bei so einem Format mitmachen kann. Irgendwann denke ich mir, okay Leute, ciao. Ciao. Weil ich kann nicht mein Herz zerstören hier wegen etwas, was ich teilen muss. Können wir bitte nochmal auf den Spruch zurückkommen mit der Scheiße? Er greift schon wieder. Es folgt ihm nach der Rosen und wieder ein paar Einzelgespräche, unter anderem mit Florian. Der zeigt dann, was für ein sympathischer Kerl der eigentlich ist. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel an deiner Stelle wäre, dann würde ich erstmal die Leute weiterlassen, die dir optisch gefallen. Okay. Und das ist zum Beispiel nicht meine Intention hier. Ja? Sondern? Also, charakterlich. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, genau, Florian, das ist ganz wichtig. Das glaubt dir doch jetzt kein Mensch mehr. Das finde ich auch einfach so geil. RTL schmeißt dann immer mal wieder die Tunes an. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die im Bachelorette-Training beigebracht bekommen haben. Sobald die Musik läuft, steht auf und tanzt. Wer nicht tanzt, der kriegt auch keine Rose. Verstanden? Und der Untertitel Daniel, der hat einfach die Moves. Und wer den Move nicht kennt. Zeit, die Stimmung wieder aufzulockern.
Jetzt? Jetzt wisst ihr, oder? Ich liebe den. Meine Girls, die tanzen auch immer zu diesem Song in der Disse, als gäbe es kein Morgen mehr. Das war genau mein Ding. Unser verrückter Ruven will dann auch noch mal ein Einzelgespräch mit Melissa. Legt dann echt die Karten auf den Tisch. Ist sehr, sehr ehrlich. Was aber bei Melissa gar nicht ankommt. Ich bin trotzdem ein bisschen angespannt halt so in der Situation, weil ich einfach nicht mit dir gerechnet habe. So irgendwie. Ich dachte, ja? Da kommt jetzt halt so eine Barbie irgendwie mit... Du hast mit einer Barbie gerechnet. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass auch Maurice so eine ähnliche Aussage getätigt hat, nur halt nicht so hart auf den Tisch? Hast du dich hier beworben? Ja, selber. Hast aber mit einer Barbie gerechnet. Was war da deine Intention? Meine erste Intention war so irgendwie... ein bisschen meinen Namen zu vermarkten, so auf jeden Fall, am Anfang. Das sind ja die ganze Zeit meine Befürchtungen. Jemand, der hier ist, um sich so ein bisschen zu pushen, um seine Vorteile davon zu ziehen. Und davon halte ich halt leider wenig. Melissa, schnall dich an, setz dich hin. Ich muss dir jetzt was sagen. Ich glaube, du bist die einzige Person von allen im Haus, die nicht dafür da ist, um einen Push zu kriegen. Wer ich? Nee, ich. Es folgt die Rosenvergabe und dieses Mal fliegt nicht eine Person raus, sondern direkt vier. Das will ich aber auch wieder nicht so spannend machen. Ich sag euch einfach direkt, wer raus ist. Emre, Ruven, Flo und die Dauerwelle. Und Ruven tut mir schon ein bisschen leid. Ich war eigentlich sicher, dass ich eine zweite Rose bekomme. Und habe ich halt auch noch mal ein bisschen ins Zeug gelegt sozusagen. Kam anscheinend nicht so cool an. Die Boys verabschieden sich dann voneinander und man merkt relativ schnell, dass ja, dem einen oder anderen nicht beigebracht wurde, Emotionen zu zeigen. Kann man nichts machen. Brust raus, gerade stehen, weitermachen. Weinen werde ich jetzt safe nicht. Das war's dieses Mal. Ich zeige euch natürlich noch den Preview für nächste Folge. Aber vorher möchte ich von euch wissen, hättet ihr auch so entschieden? Wen hättet ihr rausgewählt und was denkt ihr über diese ganze Folge? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin raus. Bis dann. Haut rein. Peace. Und nächste Woche bei Die Bachelorette. Der reicht jetzt für euch zwei. Kann ich einfach dein Gesicht nicht mehr sehen?